Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zum Lesemonat August 2022. Und ja, der ist tatsächlich jetzt schon ziemlich lange her. Und ich merke das tatsächlich. Ich bereite mich eigentlich grundsätzlich auf diese Videos drehen schon so ein bisschen vor. Besonders wenn es jetzt eben um den Lesemonat geht. Und muss sagen, es ist jetzt Oktober, es ist heute der 8. Oktober und die Bücher habe ich einfach schon vor über einem Monat gelesen. Und es ist nicht so, dass ich mich an diese Bücher nicht mehr erinnere, aber es ist irgendwie nicht mehr so frisch und das merke ich schon. Also jetzt durch meine Zwangspause von BookTube bin ich scheinbar nicht mehr so into it. Also ich habe irgendwie Probleme, mein Feuer zu finden für diese Bücher, weil die einfach jetzt schon zu lange her sind und in der Zwischenzeit natürlich der gesamte September auch noch war und ich da ja auch Bücher gelesen habe. Trotzdem möchte ich für mich, aber auch für euch, dieses Video abdrehen. Weil ich finde, das gehört einfach irgendwie dazu, jeden Monat irgendwie so einen Rückblick zu haben. Und ich möchte auch in einem Jahr noch da sitzen können und sagen können, ah, schau, das hast du im August 2022 gelesen. Und irgendwie würde es fehlen, wenn ich das jetzt einfach irgendwie auslasse und gar nichts dazu sage. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall machen. Ich gebe mir natürlich die größte Mühe, dass wir da trotzdem jetzt recht gut durchkommen, dass ich hoffe, alle meine Punkte noch zusammenkriege zu den Büchern. Toi, toi, toi. Und ich habe immer diese Statistiken jetzt in der letzten Zeit so ein bisschen schleifen lassen. Ich habe jetzt aber eine neue Möglichkeit gefunden, das zu machen. Und ich möchte das jetzt einfach mal so probieren. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich nutze die Rido-App, um meine Lesefortschritte zu tracken und ja, auch so Statistiken eben einzusehen, und die würde ich euch jetzt hier tatsächlich einfügen. Da kann man nämlich ja tracken, was man so gelesen hat im Monat, und insgesamt habe ich 5640 Seiten gelesen im Monat, und ihr seht jetzt dann hier, wenn das jetzt alles so funktioniert, auch diese Tabelle, wann ich was gelesen habe, an welchem Tag. Und die ersten paar Monate im August habe ich gar nichts gelesen, und dann habe ich aber eigentlich jeden Tag durchgezogen. Und stellenweise halt auch wirklich an einem Tag relativ viel gelesen. Also ich konnte dadurch 12 Bücher beenden im August und bin damit tatsächlich auch sehr zufrieden. Diese Seitenanzahl, also diese 5640 Seiten, die setzen sich jetzt nicht dadurch zusammen, dass das alles beendete Bücher sind, sondern da zählen jetzt auch Seiten mit rein, von Büchern, die ich in dem Monat angefangen habe, die ich dann aber vielleicht noch mit in dem September genommen habe. Aber ich fand diese Statistik tatsächlich recht cool, sehr visuell. So kann man sehen, wann ich gelesen habe und wie viel ich gelesen habe. Und dann muss ich euch das nicht so komisch einblenden und so weiter und so fort, sondern ich finde das eigentlich sehr, sehr cool so. Und wie gesagt, es wurden dann effektiv 12 Bücher, die ich im August beenden konnte. Und ich würde sagen, wir starten dann jetzt auch mal mit den Büchern und ich erzähle euch einfach mal so ein bisschen, wie ich die gefunden habe. Ich habe hier tatsächlich jetzt auch mein Handy. Ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt irgendwie so ein paar Notizen und muss mir meine Rezension dazu auch nochmal angucken, die ich schon schriftlich gemacht habe, damit ich euch das jetzt alles hier wiedergeben kann. Und dann starten wir. Ich weiß jetzt nicht, welches Buch ich als erstes beendet habe, aber wir fangen jetzt einfach mal an mit Das Erbe des Weißen Wolfes. Das ist aus dem DTV-Verlag. Ich habe das als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich bin ein sehr großer Witcher-Fan, Hexer-Fan, und ich musste unbedingt dieses Buch haben. Das ist jetzt nicht von Andrzej Sapkowski geschrieben, sondern es gibt mehrere Autoren. Es sind Kurzgeschichten, die sind immer so zwischen 30 und 60, 70 Seiten lang. Ich glaube, keine ist wirklich viel länger. Und jede ist, wie gesagt, von einem anderen Autoren. Und ich war skeptisch, aber ich wollte es unbedingt ja erfahren. Ich wollte unbedingt irgendwie zurück in dieses Universum und war eben auch neugierig, wie andere Autoren das umsetzen. Und ich muss sagen, diesen Vibe von der Hexersaga, den haben eigentlich alle Autoren getroffen. Es gab trotzdem Unterschiede in den Geschichten. Also es gab welche, die ich mehr mochte und welche, die ich weniger mochte.
einfach so vom Schreibstil her, von der Dynamik her. Ich fand schön, dass man nochmal so auf andere Figuren ja eingegangen ist, die irgendwie eher beleuchtet hat nochmal. Das fand ich irgendwie cool und dass man irgendwie das auch so weitergesponnen hat stellenweise und irgendwie einen anderen Blickwinkel nochmal hatte. Fand ich wirklich sehr, sehr cool und eben auch sehr kurzweilig. Also ich habe das Buch tatsächlich sehr lange gelesen, in Anführungsstrichen, einfach weil ich immer so eine Geschichte lesen wollte und die dann auch erstmal sacken lassen wollte, weil ich die einfach irgendwie so als Alleinstellungsmerkmal erstmal haben wollte und die nicht miteinander vergleichen wollte erstmal. Und das hat mir einfach echt viel Spaß gemacht, da irgendwie nochmal, wie gesagt, dahin zurückzukehren. Und ich muss auch wirklich sagen, für wirkliche Fans, glaube ich, ist das richtig cool. Ich glaube, für Leute, die nicht so richtig Fan sind von der Hexersaga, ist es vielleicht so ein bisschen unnötig. Aber ich als Fan kann sagen, mir hat das Buch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das schön, dass man hier diese Kurzgeschichten hat. Ich glaube, es waren 11 Stück. Bin ich jetzt mir, ich glaube, es waren 11 Stück. Und wie gesagt, manche waren besser, manche waren nicht so gut. Aber im Großen und Ganzen hat mich das Buch wirklich gut unterhalten. Einfach weil es diesen Vibe trotzdem hatte. Und davor hatte ich tatsächlich Angst, dass es mir das irgendwie so ein bisschen versaut, die ganze Hexersaga, oder dass es irgendwie nicht so rankommt, so vom Gefühl her. Und das war nicht der Fall. Und deswegen hatte ich da echt Freude dran. Und ich kann ja jedem Fan von der Hexersaga das Buch tatsächlich nur ans Herz legen, weil ich finde, das ist so ein nettes Gimmick. Und hat echt Spaß gemacht, wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, ach Mensch, heute lese ich mal eine Kurzgeschichte und dann, ach, heute lese ich mal wieder eine. Also das ist, ja, das war einfach eine nette Unterhaltung und ja, kann ich, wie gesagt, nur weiterempfehlen. Dann möchte ich 2 Bücher zusammenfassen und zwar aus dem Carlsen Verlag von Verena Bachmann. The Witch Queen, entfesselte Magie und Rise of the Witch Queen, beraubte Magie. So, also, ich habe Band 2 als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen und wollte logischerweise Band 1 dann im Vorfeld lesen, sodass ich dann Band 2 lesen kann. Und das habe ich dann auch getan. Und muss sagen, ich bin ja momentan allgemein so auf diesen Hexentrip. Und es geht hier, wie gesagt, um eine Hexe, die dann ja irgendwie so ein bisschen reinstolpert in so eine Situation und sich dann irgendwie rechtfertigen muss und dann den wahren Bösen finden muss. Und dann hilft ihr da noch so ein Typ, den sie ganz heiß findet. So. Und grundsätzlich klang das nach so ganz netter Fantasy für zwischendurch, also jetzt nichts mega Komplexes, sondern halt wirklich etwas, was halt mehr so den Unterhaltungsfaktor hat. Und das war es auch tatsächlich. Ich muss sagen, Verena Bachmann schreibt echt richtig schön. Ich mag das, weil sie so sarkastisch schreibt und ironisch ist und trotzdem schafft, diese Magie authentisch rüberzubringen. Und das fand ich richtig cool. Also sie hat mir die Figuren dadurch durch ihre sarkastische und witzige Art gut rübergebracht. Diese ganzen Bücher waren sehr humorvoll. Also ich beziehe mich jetzt erstmal auf Band 1. Es war sehr humorvoll und wirklich spritzig und unterhaltsam. Und es hatte nicht viele Längen, sondern es gab eigentlich immer wieder was zu entdecken. Es wurde immer wieder spannend. Und auch die Anziehung zwischen den 2 Protagonisten war wirklich gut gelungen. Und ich mochte das Zusammenspiel zwischen den beiden wirklich gern. Und ich habe das auch so gespürt. Und diese Beziehung hat sich auch im Laufe des Buches weiterentwickelt. Und es gab auch so ein paar Wendungen, mit denen ich so auch überhaupt nicht gerechnet habe. Und es hat mich einfach echt gut unterhalten. Also es war jetzt nicht irgendwie, wo ich sage, boah, krass, das war so innovativ oder so. Nee, aber es war einfach so, ja, es hat mich echt gut unterhalten. Anders kann ich es nicht sagen. Es hat irgendwas Spritziges an sich gehabt, etwas locker Leichtes. Und durch eben diese prickelnde Anziehung war es einfach auch noch mal so ein bisschen interessanter und den Magieaspekt und allgemein diese ganzen Wesen und wie diese Welt funktioniert hat, fand ich einfach auch ganz toll. Es gab super interessante Nebenfiguren, die einfach dem Ganzen auch noch mal so ein bisschen Pep verliehen haben und also alles in allem wirklich eine sehr runde Geschichte. Ja, und dann habe ich Band 2 gelesen und Band 2
Knüpft eigentlich ja doch relativ nah an den ersten Band an, aber man hat hier so einen ganz anderen Vibe. Also wir haben hier auch wieder denselben humorvollen Schreibstil, der hier auch wirklich auch wieder raussticht. Also ich finde, das ist auch wirklich das Besondere dran. Aber irgendwie ging so ein bisschen der Pep verloren. Diese Beziehung, die sich im ersten Band so aufgebaut hatte, war hier irgendwie auf einem ganz anderen Level. Also gefühlt nach Band 1 dachte ich, diese Beziehung ist so ein bisschen gefestigt. Die Figuren haben irgendwie zueinander gefunden und so weiter und so fort. Und hier im Band 2 war das irgendwie sehr konstruiert, sodass man irgendwie unnötiges Drama hatte. Und das mochte ich tatsächlich nicht so gern, weil diese Entwicklung von Band 1 dadurch irgendwie kaputt gemacht worden ist. Und ich verstehe auch ehrlicherweise nicht so ganz, warum. Grundsätzlich muss ich sagen, die Idee, auch hier fand ich wirklich wieder spannend, dieser Magieaspekt, dieser Hexenaspekt und auch diese ganzen anderen Wesen, die hier wieder eine Rolle gespielt haben, fand ich, wie gesagt, auch cool. Auch das Setting war wieder richtig schön und auch toll beschrieben. Kann man wirklich nicht meckern. Allerdings war alles dann doch irgendwie sehr oberflächlich. Und ich hatte das Gefühl, auch in Bezug auf diese ganzen Beziehungen, dass man dann nicht so richtig in die Tiefe ist. Die Nebenfiguren waren wieder richtig cool, die haben wieder so ein bisschen Pep reingebracht, aber auch hier hatten die irgendwie den Fokus mehr. Also da war irgendwie der Fokus mehr auf diese Nebenfiguren stellenweise gelegen und nicht so sehr zum Beispiel auf dieser Beziehung. Und das habe ich irgendwie nicht so verstanden, weil ich der Sinn dahinter mir irgendwie so ein bisschen verborgen bleibt. Und es gab Längen. Also das, was im ersten Band überhaupt nicht vorhanden war, Längen. Hier gab es Längen. Es war stellenweise so ein bisschen zäh. Und erst gegen Ende hin war es dann wieder so rasant und explosiv und spannend und actiongeladen. Und auch dann hat sich diese Beziehung erst so langsam wieder entwickelt. Und das hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen. Also es hat so ein bisschen gedauert, bis dieses Buch so zum Laufen kam. Und grundsätzlich muss ich sagen, hätte diese Reihe auch Potenzial für den dritten Band. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, ich persönlich würde mich über den dritten Band tatsächlich sehr freuen, weil ich Verena Bachmanns Schreibstil unheimlich gerne habe. Sie kann es, Sachen gut zu beschreiben und Worldbuilding zu betreiben und auch Magie super bildhaft mir zu erzählen. Und trotzdem schafft sie es, das alles mit einer super interessanten Prise Humor zu machen und Sarkasmus zu machen, dass das einfach irgendwie so richtig schön unterhaltsam ist. Und das ist jetzt wirklich keine hochgestochene Fantasy, ja, sondern das ist wirklich Unterhaltung. Und das hat die Autorin bei mir tatsächlich geschafft, im ersten wie auch im zweiten Band, wobei ich sagen muss, der erste ist doch besser wie der zweite. Trotzdem eine gute Fantasy-Reihe, Jugendbuchreihe, die mich gut unterhalten hat, die mir Spaß gemacht hat, die tolle Figuren hat, die eine tolle Protagonistin hat. Also die Protagonistin mochte ich wirklich super gerne. Und auch die Nebenfiguren waren klasse. Und also ich kann die Reihe tatsächlich nur weiterempfehlen, auch wenn der zweite schwächer war wie der erste. Und ich bin wirklich gespannt, ob Verena Bachmann noch einen dritten Band schreibt. Und ansonsten werde ich mir die Autorin auf jeden Fall merken, weil ich auf jeden Fall ja mehr lesen wollen würde von ihr, weil der Schreibstil mir doch echt gut gefallen hat. Dann habe ich American Crown, Samantha and Marshall von Catherine McGee gelesen aus dem Fischer Verlag, Sauerländer Verlag. Und mich hat Band 1 ja total überrascht, weil ich überhaupt was komplett anderes erwartet hatte. Und jetzt konnte ich mich ja in etwa schon darauf einstellen, was ich hier kriegen werde. Und es war wieder echt gut gemacht. Also, rein theoretisch geht es darum, dass wir im amerikanischen Königshaus uns bewegen und wir eine weibliche Königin haben werden. Ja? Und das ist so Ausgangssituation Band 1. Und da steht dann irgendwie zwei Namen drauf und du gehst davon aus, das ist jetzt so die Beziehung, um die es geht in diesem Buch. Es geht um diese zwei Figuren. Nein, weit gefehlt. Denn wir haben hier vier junge Frauen. Und wir lesen abwechselnd aus denen ihrer Sicht.
und erfahren unheimlich viel. Also von der Königin ihrer Schwester, von der besten Freundin, von der Bösen. Und alle haben irgendwie so Facetten an sich und jeder erzählt so. Und alles fügt sich so zusammen und es war schon im ersten Band so richtig cool. Es war keine klassische Love Story, also keine royale Liebesgeschichte irgendwie. Und trotzdem war es das irgendwie. Aber man hat irgendwie mehr wie nur eine Liebesgeschichte, weil halt eben so viele Figuren da waren und halt auch Jungs waren genügend da und man konnte so mitschwärmen und mitfiebern und jedes Kapitel hat irgendwie dann aufeinander aufgebaut, obwohl es aus unterschiedlichen Sichtweisen war und ich hatte nie das Gefühl, es langweilt mich oder ich lese aus der Sichtweise lieber wie aus der. Das war nie irgendwie der Fall und hier im zweiten Band geht es nahtlos weiter. Also wir haben ja also keine großartige Pause zwischen den Ereignissen vom Band 1 und jetzt eben Band 2 und es ging wieder richtig toll weiter. Also wir haben wieder diese vier Frauen, aus denen man Sichtweisen man liest und es ist wieder sehr spannend gemacht und sehr verzwickt auch und es gibt super viel Drama und ich glaube tatsächlich, dass ich nicht die Zielgruppe dafür bin. Ich glaube, ich bin rein theoretisch zu jung, zu alt dafür. Das ist eher für jüngere Leser, so rum. Und trotzdem fand ich es mega cool, weil das so ein ganz anderer Vibe von Story ist. Also hier entwickeln sich vier Geschichten parallel. Also von jeder jungen Frau erfahren wir unheimlich viel und jede geht so ihren Weg. Und man begleitet irgendwie alle parallel dabei. Und keine Geschichte entwickelt sich irgendwie zu schnell. Und ja, vieles ist irgendwie so naiv und dieser Streit ist irgendwie überflüssig und dieses und jenes. Und ja, man könnte da jetzt ganz viel meckern. Mache ich aber nicht, weil das wirklich gut gemacht ist. Ich habe sowas in der Art, glaube ich, noch nicht gelesen. Und vielleicht ist es auch diese Faszination meinerseits, dass ich eben sowas noch nicht gelesen habe und ich sowas echt richtig innovativ finde, weil es eben nicht so dieses klassische New Adult ist. Also ich würde fast sagen, es ist eher so Young Adult vom Alter her und so. Ich finde die Sache einfach cool. Wir sind hier im Königshaus, wir haben sehr unterschiedliche Figuren, aus unterschiedlichen Schichten auch und die Jungs sind auch aus unterschiedlichen Schichten und alle, wie das alles so harmoniert und wie sich das entwickelt und wie die gegenseitig ihr Schicksal bestimmen, ohne dass die wissen, dass die da so die Fäden in der Hand haben, ist einfach mega cool. Also ich bin total begeistert von dieser Reihe. Ich weiß, dass es noch mehr Bände gibt. Und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Also das ist auch wirklich eine Reihe, von der ich mir anfangs gar nicht so viel erwartet habe. Ich aber jetzt im Nachhinein sagen muss, ich bin wirklich echt begeistert. Und mir macht es echt richtig viel Spaß. Also wenn ihr mal was anderes lesen wollt, dann kann ich euch das wirklich ans Herz legen. Ich glaube, man muss sich da schon drauf einlassen und man muss schon sich bewusst sein, dass diese Charaktere jung sind und naiv sind und dass es schon konstruiertes Drama gibt. Aber ich glaube, wenn man sich darauf einlassen kann, dass das einen echt gut unterhält. Und das ist bei mir der Fall. Es hat mich gut unterhalten und ich habe mitgefiebert und ich habe mich da richtig fallen lassen können. Ich war richtig drin und ich freue mich so sehr auf den nächsten Band. Ich kann es kaum erwarten. Wir machen weiter mit When the Storm Comes von Carina Schnell aus dem Pipa bzw. Everlove Verlag. Und auch dieses Buch habe ich als Rezensionsexemplar erhalten und ich war super gespannt drauf. Also erstens ist es eines der schönsten Bücher, welches ich besitze. Und ich muss sagen, es spielt in Kanada, in St. Andrews, in so einem ganz kleinen Ort irgendwie. Und der hat mir super gut gefallen. Also die Beschreibungen von St. Andrews und dieses Setting und diese Atmosphäre in diesem Ort und so weiter und so fort, die hat mir super gut gefallen. Also das hat Carina Schnell wirklich richtig toll gemacht. Es geht um eine Protagonistin, die so Roadtrips macht und oder einfach so Work-Travel-mäßig durch die Gegend fährt und dann strandet sie aber dort, weil ihr Auto kaputt ist. Und ja, dort lernt sie dann halt Leute kennen und unter anderem halt so einen Typen, mit dem sie sich irgendwie nicht so ganz grün ist und ja, da entwickelt sich dann halt was. Und grundsätzlich muss ich sagen, so dieses ganze ernstere Thema fand ich sehr spannend, weil ich da Einblicke bekommen habe in so andere Kulturen, was ich sehr interessant fand. Und wie gesagt, auch der Ort, den mochte ich. Und ich mochte auch, wie Carina Schnell schreibt. Also das kam alles sehr locker bei mir an, sehr jugendlich, sehr atmosphärisch und das mochte ich.
Allerdings hatte ich schon meine Probleme mit den beiden Figuren. Ich mochte die nicht so ganz. Also, die waren, also ich muss in einem Buch nicht zwangsläufig die Figuren super sympathisch finden. Das ist nicht für mich ausschlaggebend, ob ein Buch gut ist oder schlecht ist. Aber ich konnte die nicht so richtig greifen. Ich habe mich mit denen echt schwer getan. Und das Buch hat sich dementsprechend dann auch so ein bisschen gezogen, weil sich diese Entwicklung zwischen den beiden ja angeteasert hat und ich habe das überhaupt nicht nachvollziehen können. Und auch so dieses Kratzige am Anfang, dieses Biestige, was die beiden hatten, ne? So, dass sie sich nicht riechen konnten, das war für mich alles sehr konstruiert. Und auch das fand ich irgendwie sehr wild. Ich weiß auch nicht, ich konnte dem Ganzen irgendwie nicht so viel abgewinnen, weil ich das einfach nicht spüren konnte. Ich konnte das nicht fühlen. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen das Problem, wenn so ein Buch darauf ausgerichtet ist, dass du das spürst, dass du das fühlst, dass du diese Anziehungskraft merkst und dieses Buch eigentlich, das ist das Fundament des Buches. Und wenn das nicht bei dir ankommt, dann kann das noch so gut geschrieben sein, dann kann das Setting dir noch so gut gefallen, wenn es nicht hundertprozentig bei dir ankommt von den Gefühlen her. Und das ist eben hier passiert. Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem begeistert gewesen, wie gesagt, vom Setting, vom Schreibstil und allgemein so vom Storyaufbau hat mir das auch gefallen, aber wie gesagt, es kam nicht an mich ran. Und ich kann nicht so genau sagen, wieso, weshalb, warum. Es war so. Ich konnte mit den Figuren nicht richtig was anfangen. Ich fand die zu zweit in Kombination auch nicht toll. Ich fand die nicht süß. Die haben mir nichts gegeben. Ich fand die nicht interessant. Ich mochte die, wie gesagt, auch nicht so wirklich. Und das war halt einfach so ein bisschen das Hauptproblem an dem Buch für mich. Trotzdem freue ich mich auf den zweiten Band, weil ich schon glaube, dass Carina Schnell echt gut schreiben kann. Und das hat sie hier für mich eigentlich auch bewiesen. Aber Charaktere bilden, die mir was geben, das hat sie jetzt hier in dem Band nicht so ganz hingekriegt. Ich bin, wie gesagt, trotzdem sehr gespannt, ob das jetzt im zweiten Band besser sein wird, weil man die Figuren auch schon kennt. Vielleicht ist es da dann für mich irgendwie greifbarer. Trotzdem, wie gesagt, eine Empfehlung von mir, wer so auf so kleine Orte, idyllische Orte steht. Ich glaube, das könnte einem echt gut gefallen. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht so ganz hyped. Also ich weiß, dass ganz viele das so richtig hypen. Auf den Train bin ich auch noch nicht so ganz. Aber wie gesagt, mir hat es trotzdem verhältnismäßig gut gefallen. Wenn ich das jetzt in Sterne einordnen müsste, was ich ja nicht tue, würde ich sagen, es war eine solide 3. Solide 3 Sterne. Dann kommen wir zu einem Buch, was ich auch, was mich sehr enttäuscht hat tatsächlich. Ich habe mir da irgendwie mehr drunter vorgestellt. Die Rede ist von Nebelschimmer von Anja Omar. Ich habe Regenland, den ersten Teil, mit Tanja gemeinsam damals gelesen und der war okay. Also das Buch an sich war interessant. Also der Schreibstil, der war wirklich gut. Der Geschichtenaufbau grundsätzlich auch. Allerdings irgendwo hat sich Anja Omar dann im ersten Band auch irgendwie so ein bisschen verloren gehabt. Und jetzt den zweiten Band, der wurde nochmal nach hinten verschoben irgendwie und ich war super gespannt drauf. Man kennt die Figuren schon und ich war einfach echt interessiert dran, weil ich, wie gesagt, Anja Omars Schreibstil ganz gut fand und eigentlich auch so den Aufbau der Story ganz gut fand in Regenglanz und ich eigentlich schon gedacht habe, das wird was. Ah, ja, naja, das war wohl eher nix tatsächlich. Es geht um Kalla und um Jasper. Also ich krieg nicht mehr alle Namen aus allen Büchern zusammen, aber die zwei habe ich mir tatsächlich gemerkt. Und die waren zusammen und haben sich dann irgendwie getrennt und jetzt kommt Kalla wieder zurück und dann treffen die aufeinander und beide sind irgendwie vom Vertrauen her zueinander irgendwie so ein bisschen erschüttert und sie müssen wieder zueinander finden und ja, so die Vergangenheit so ein bisschen aufarbeiten und ja, so die Grundstory. Und ja, naja, also effektiv ist halt die ganze Zeit nichts passiert irgendwie. Das war mir echt zu viel. Also das Buch wurde aus der Vergangenheitssicht geschrieben und der Jetztsicht. Und
Die Jetztsicht hat mich so gar nicht interessiert. Die Vergangenheit fand ich wirklich am spannendsten an der ganzen Sache. Das war auch was, was mich emotional catchen konnte. Das hat mich bewegt, das habe ich verstanden. Da habe ich die Gefühle gespürt zwischen den beiden. Aber alles andere, also wie gesagt, die sind aufeinander geprallt und die haben sich nur im Kreis gedreht. Es war so schnurzpiepwurscht, was da passiert ist. Es war mir einfach egal. Es war so langatmig. Es war so langweilig. Die haben sich die ganze Zeit dieselben Vorwürfe immer wieder gemacht und haben sich wieder das Drehen angefangen. Und ich fand auch das alles so verweichlicht. Es gab hier auch ernstere Themen, die ich grundsätzlich ganz gut verpackt fand, also wie zum Beispiel Rassismus etc. pp. Fand ich wirklich gut, auch dass das hier so angesprochen wird und so weiter und so fort. Und das waren auch so die Punkte, wo ich sage, die sind hervorgestochen, die fand ich gut. Der Schreibstil war auch gut. Auch das Setting so grundsätzlich, dass wir hier in Deutschland sind und so weiter, alles in Ordnung, ja. Aber wir haben irgendwo die Geschichte gestartet und wir sind auch irgendwo rausgekommen. Aber dieser Mittelteil war einfach so belanglos. Das war so egal. Weil, wie gesagt, die haben sich nur gedreht, ständig im Kreis. Es ging immer wieder ums irgendwie selbe. Und die Gespräche haben sich immer wieder irgendwie ums selbe gedreht. Und man hat es nochmal durchgekaut und nochmal durchgekaut. Und irgendwann habe ich dann auch die Sympathie verloren, an Jasper besonders, weil ich ihn ja so schlimm und fand, ja. Also, man kann halt irgendwie auch aus einer Fliege einen Elefanten machen. Vielleicht habe ich auch einfach sein Problem nicht richtig verstanden oder habe es irgendwie abgewertet. Irgendwie kann schon sein, dass das mein Problem ist und nicht seins. Aber wow, also ich fand halt einfach, das Buch war nichtssagend. Das Buch war langweilig. Das Buch war nichts. Das Buch war nichts. Also mein Buch war es leider nicht. Ich weiß, dass ganz viele das Buch sehr, sehr mögen. Ich weiß auch von vielen, die das Buch ähnlich wie ich nicht mögen. Ich bin super gespannt, was jetzt im dritten Band passieren wird. Gewitterleuchten, glaube ich, heißt der. Und da heißt die Protagonistin, soweit ich weiß, Leo. Ich bin super gespannt drauf. Ich habe nämlich tatsächlich die Hoffnung, dass es noch gut wird. Weil der erste, Regenglanz, würde ich jetzt sagen, der war so eine 3-3,5 Sterne. Das hier war jetzt eher so 2-2,5 Sterne. Und ich hoffe einfach, dass jetzt der dritte Teil nochmal so richtig rausreißt. Weil Anja Omar kann schreiben. Vielleicht war es einfach nicht meine Geschichte. Also diese Second Chance war hier für mich so blöd verpackt, dass es mir gar nichts gegeben hat. Und deswegen, ich habe die Hoffnung, dass der dritte Teil besser wird. Ja, Krankenhaussettings sind ja momentan auch so voll im Kommen. Also ich glaube, das wird jetzt immer mehr, so was Bücher angeht. Ich meine, man kennt es, Grey's Anatomy, Private Practice, Emergency Room, New Amsterdam und so weiter. Es gibt ganz viele Serien, die so um Ärzte und so weiter gehen. Das ist schon lange, 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 lange ein Trend, ein Hype, etwas, was gerne geguckt wird. Und jetzt langsam kommt es auch so in dieser Buchbubble an. Und das finde ich grundsätzlich nicht schlecht, weil Krankenhaussetting schon etwas ist, was mich interessiert. So, Anne Lück hat also im Knauer Verlag ein Buch rausgebracht, welches ich als Rezensionsexemplar lesen durfte. Das St. Alex, Nachtleuchten. Und ich muss sagen, ich war super gespannt. Ich habe sehr viel Gutes schon im Vorfeld darüber gehört. Und deswegen, wollte ich das Buch unbedingt lesen und war auch wirklich, ich war positiv gestimmt, sagen wir es mal so. Grundsätzlich muss ich sagen, kann Anne Lück auch echt gut schreiben. Diese Dialoge, die sie erschaffen hat, waren wirklich grandios. Also das war auch wirklich das Beste, was in diesem ganzen Buch, also das war so, so gut. Also das kann sie. Wow, das kann sie so gut und ich bin richtig geflasht. Das hatte so eine richtig authentische Atmosphäre. Ich habe das ihr abgekauft so. Also es geht um Samira, glaube ich, die eben in einem Krankenhaus arbeitet, meistens halt Nachtschichten macht, weil sie sich unterm Tag um ihre Geschwister kümmern muss, weil ihre Mutter scheinbar nicht dazu in der Lage ist. Und dann lernt sie eben einen Assistenzarzt kennen, ich glaube, er heißt Louis, ich bin mir nicht mehr sicher. Und er ist ja eigentlich so komplett andersrum, also der arbeitet lieber tagsüber, weil er nachts feiern geht so, also irgendwie so in dem Dreh. Also die kommen aus zwei sehr unterschiedlichen Welten und sie prallen auch erstmal so aufeinander und man weiß eigentlich schon, dass da was entstehen wird und so. Aber wie
das gemacht war, war echt schade. Denn rein theoretisch hätte sie auch einfach nachts in der Tankstelle arbeiten können und deswegen halt Nachtschicht machen müssen. Dieses Krankenhaus war gefühlt unrelevant. Also das, was im Krankenhaus gespielt hat, fand ich schon cool, aber es war viel zu wenig Krankenhaus. Ich habe jetzt echt gedacht, da kommt eine Krankenhausgeschichte, aber gefühlt, nein, es war zu wenig. Und das, was im Krankenhaus war, war zwar gut beschrieben, also man hatte dann schon so Kleinigkeiten, wo man sagt, ah ja, stimmt, sowas hat man und oh, das ist cool beschrieben und so, ja. Aber irgendwie war das nichts. Das hat mir irgendwie überhaupt keinen Vibe gegeben, gar nicht. Das war so schade, weil ich mich so drauf gefreut habe, im Krankenhaus zu sein und dass es im Krankenhaus spielt. Aber es war so wenig im Krankenhaus tatsächlich. Es war viel mehr woanders und nur selten im Krankenhaus. Und dieses Krankenhaus oder diese Nachtschichten hat man nur irgendwie gebraucht, um zu erklären, warum Samira ist, wie sie ist und dass sie sich ja aufopfert und dass sie ja so stark ist und so tough ist und so, ja, einen kaputten Schlafrhythmus hat und so weiter und so fort. Also irgendwie, ja, war das halt blöd, ne? Also das war super schade. Aber wie gesagt, zum Positiven, die Gespräche zwischen ihr und Louis oder ihr und den Leuten im Krankenhaus oder ihr und ihren Geschwistern, die waren so echt, die waren so glaubhaft, das war so authentisch, das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe das so geglaubt, ich habe das so gefühlt, das war so gut, wirklich, das war so gut. Selten so authentische Dialoge gelesen, die wirklich so greifbar waren. Auch diese Kinder und Jugendlichen, wie die halt irgendwie so, ach, ich fand's klasse, ich fand's wirklich, wirklich richtig gut. Und ja, Louis und sie, ja, das war halt wieder irgendwie so, das hat mir wieder überhaupt nichts bedeutet. Also das kam überhaupt nicht an mich ran. Die beiden fand ich grundsätzlich sympathisch, Samira tatsächlich so ein bisschen mehr wie ihn. Und ich mochte sie auch gerne. Aber irgendwie wurde grundsätzlich immer viel Wind um nichts gemacht. Also wie das so beschrieben wurde, ach, ich weiß auch nicht, also sehr viele Probleme, die die hatten, die eigentlich sehr einfach zu lösen gewesen wären. Und darüber hat man halt dann jetzt ein ganzes Buch geschrieben, keine Ahnung. Und halt auch irgendwie, er blieb immer so ein bisschen blass, wie ich finde. Und auch diese Anziehungskraft zwischen den beiden, die hat mich einfach nicht erreicht. Ich fand manche Sachen schon echt süß, ne? Also so nicht, aber es hat mich irgendwie nicht bewegt, es hat mich emotional nicht mitgerissen, es hat mich nicht mitgenommen. Das mit den Kindern, also sprich mit ihren Brüdern und ihr und dieses Zusammenleben da, das war für mich viel emotionaler wie eben diese Liebesgeschichte. Und ich habe irgendwie schon das Gefühl gehabt, diese Liebesgeschichte soll im Fokus stehen, aber irgendwie war das für mich nicht der Fall. Für mich war eher dieses Familiäre im Vordergrund und das fand ich auch gut und das ist auch für mich auch der Pluspunkt an diesem ganzen Buch, dass eben diese Familie da war, dass diese Dialoge glaubhaft waren, dass die Autorin auch einen roten Faden hatte. Es gab schon so ein paar Längen, es hat sich schon teilweise so ein bisschen gezogen, aber es war trotzdem alles noch so im Rahmen. Es wurde natürlich dann ganz schnell gelöst, diese ganz ominösen Probleme. Und wie gesagt, Krankenhaus-Setting, wenn du wirklich viel Bock hast auf Krankenhaus, bist du hier nicht richtig, weil es spielt halt einfach gefühlt nicht im Krankenhaus. Und das ist irgendwie sehr, also das Setting wäre austauschbar gewesen. Man hatte da nicht so diesen Vibe. Also fand ich super schade. Aber vielleicht im nächsten Band, ich bin auf jeden Fall bereit. Der kommt, glaube ich, im November raus, glaube ich. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr. Denn, wie gesagt, Anne Lück kann schreiben. Ich bin richtig begeistert von ihrem Schreibstil und wie sie Dialoge macht. Also das hat mich wirklich geplättet. Das hat mich absolut überzeugt, 100%. Und ja, ich bin gespannt. Dann ein weiteres Rezensionsexemplar und zwar Every Little Secret von Kim Nina Ocker. Das ist echt ein Wälzer. Und es geht da um eine Protagonistin, die auf einmal gesagt bekommt, sie hat geerbt. Und zwar nicht nur ewig viel Geld, sondern auch den Platz als CEO in einer Firma, weil ihre leibliche Mutter gestorben ist. Sie kannte die aber nicht, ja. Und ihre leibliche Mutter hatte dann auch noch einen Sohn adoptiert, der jetzt nicht ihr leiblicher ist oder was, ne? So. Und der teilt sich jetzt dann oder muss sich dann mit ihr diesen Posten des CEOs teilen und der wusste auch nichts von ihr und ja, blöde Voraussetzungen. Auf jeden Fall landen die dann, wie gesagt, da in dieser Anwaltskanzlei und dieses Testament wird irgendwie verlesen, diese Sachen kommen raus, sie können sich irgendwie nicht leiden und dann gibt es auch noch irgendwie so Drohbriefe
Briefe, Anrufe, die sie einstecken muss und man weiß nicht, wer dahinter steckt. Das ist so die Grundstory und es ist halt echt schwierig, dieses Buch zu bewerten für mich, weil ich auch hier wieder sagen muss, der Schreibstil hat mir gefallen. Und das sage ich irgendwie bei jedem Buch, aber das war nix. Das war leider echt nix. Das war so langwierig, das war so langatmig, es ist nichts passiert. Also man lernt sie kennen und bis man dann überhaupt erstmal da ist, dass man da sitzt und dieses Testament verlesen bekommt, dauert es schon 100 Seiten. Bis sie den ersten Arbeitstag dann dort hat, vergehen wieder 200 Seiten. Also man ist schon bei über der Hälfte und es ist noch nichts passiert. Und auch dieser Thrill, Spannungsanteil, der ist zwar mal da, dann ist er wieder weg. Dann sind Sachen wichtig, also Figuren wichtig, scheinbar, dann sind sie wieder weg. Dann werden Sachen gesagt und dann ist es einfach auch scheinbar wieder unwichtig oder nichtig gemacht oder man hat seine Meinung geändert, warum, keine Ahnung, und dann ist es irgendwie wieder eine ganz andere Richtung. Also, das hat alles nicht zusammengepasst. Also, ich weiß nicht, was das war. Das Buch hatte knappe oder irgendwie so 550 Seiten und ich würde sagen, man hätte das Buch einfach um 300 Seiten kürzen können. Und dann wäre da echt eine gute Geschichte bei rumgekommen. Allerdings, wie gesagt, hat das Buch einfach, das ist so gedümpelt. Es ist einfach so gedümpelt, es ist nichts passiert, es war keine Spannung da, es war keine Anziehung da. Mich haben die Charaktere nicht interessiert, ich fand die komisch, die hatten für mich überhaupt keinen Rückgrat. Ich fand die nicht heiß, ich fand die nicht spannend, ich fand die nicht prickelnd zusammen, ich fand gar nichts. Das kam gar nicht bei mir an, null, also so gar nicht. Also wenn ich das bei den vorherigen Büchern gesagt habe, ja, bei dem noch weniger. Und super schade. Dann gegen Ende kam das dann schon mal so ein bisschen auf, dass dann hier dann die Spannung kam und die Ereignisse sich auch überschlagen hatten, was ich gut fand. Und dann kam das Ende und du langst dir an den Kopf und denkst, ja, dafür habe ich jetzt 500 Seiten gelesen, das kann ja jetzt nicht sein. Weil das Ende ist so absurd. So absurd. Und ja, du kannst jetzt Theorien spinnen und dir ausmalen, wie es sein könnte. Und ja, ich will auch weiterlesen, Freunde. Weil ich wissen will, wie die Autorin das jetzt auflöst. Aber das ist so absurd gewesen. Also, mir war von Anfang an klar, darauf läuft es hinaus und genau darauf ist es hinausgelaufen und es war einfach so ätzend, weil warum denn nicht irgendwas Innovatives? Ich bin so gespannt, wie sie das auflöst, ob da jetzt dann noch in der Auflösung irgendwas Innovatives kommt, irgendwas Spannendes kommt, irgendwas Unerwartetes kommt, weil das am Ende, das war so vorhersehbar. Ich habe das in einer Leserunde gelesen, ganz viele von meinen Mitlesern hatten gesagt, das kam für sie sehr unerwartet, für mich kam das leider nicht unerwartet, ich habe genau damit gerechnet, das war irgendwie... Das war so Schema F. Oh, ich bin so traurig, weil das hätte echt gut werden können, weil die Grundstory echt cool sein könnte. Und der Schreibstil auch echt gut war so. Aber diese Figuren, die Handlung, das hat sich gezogen, es ist nichts passiert, es war so langweilig, es war langatmig, es war erdrückend, es war nichtssagend, belanglos. Ich weiß nicht, fügt irgendein Adjektiv ein. Es war so traurig. Und ja, ich will weiterlesen, weil ich natürlich jetzt wissen will, wie es aufgelöst wird und wer da dahinter steckt und so. Also das hat die Autorin dann schon gut gemacht, ne? Der Cliffhanger war gut gesetzt, aber ich fand es so unnötig. Und wir müssen bis nächstes Jahr warten, also bis, glaube ich, Dezember 2023, bis Band 2 rauskommt. Bis dahin habe ich, glaube ich, meine Wut über das Buch heruntergeschluckt und kann dann an den zweiten Band rangehen. Vielleicht habe ich bis dahin auch das Interesse dran verloren. Das kann auch sein. Ich bin echt gespannt. Aber leider tatsächlich ein Flop. Und ich glaube, sogar noch größerer Flop wie Nebelschimmer. Dann habe ich Still Wanting You von Valentina Fast als Rezensionsexemplar gelesen. Und das ist der zweite Band dieser Dilogie. Und ich habe Valentina Fast entdeckt, als ich Liza Moore aus dem One Verlag gelesen habe. Und habe mir dann fest vorgenommen, ich möchte mehr von der Autorin lesen. Und das habe ich hiermit getan. Das ist der zweite Band. Es geht hier um Amber. Und Amber lernt man im ersten Band schon kennen und irgendwie, ja, ihr Leben verändert sich einmal komplett und sie muss einfach einen ganz neuen Weg gehen. Und dann taucht ein Typ
auf, den sie von damals kennt noch. Und ja, der wirbelt wieder alles durcheinander und ja, sie muss sich irgendwie selbst finden und gleichzeitig lernt sie den dann kennen. Und also wie gesagt, die Grundidee gar nicht so weltbewegend, so krass anders wie andere Bücher, aber mir hat der erste Band schon gut gefallen und Valentina Fasts Schreibstil auch und deswegen war ich sehr gespannt drauf. Und Amber hat man im ersten Band schon kennengelernt und eigentlich mochte man sie nicht und hier bekommt sie jetzt ihre Hauptrolle und man mochte sie dann schon am Ende des Band 1 schon lieber. Und hier hat man sie dann auch wirklich ins Herz geschlossen. Also ich für meinen Teil, ich mochte sie sehr gerne, ich mochte ihre Gedankengänge, ich mochte irgendwie, dass sie aus ihrer Rolle so rausbricht, also dass sie sich einfach so verändert und eine Entwicklung hinlegt, die sie eben eigentlich im Band 1 schon begonnen hat, diese Entwicklung. Und das fand ich irgendwie sehr schön zu sehen. Und ich mochte auch grundsätzlich so die Idee dahinter. Hinter dem ganzen Buch und wie sich das alles dann so entwickelt hat, wie sich das dann so zusammengefügt hat, wie die beiden dann sich näher gekommen sind. Das mochte ich einfach. Es war nichts Weltbewegendes. Also es ist jetzt nichts, was mir vermutlich sehr lange im Gedächtnis bleiben wird, weil es dann doch irgendwie nicht so diesen gewissen Funken hatte. Also es war eine nette Liebesgeschichte und ich habe auch irgendwo diese Anziehungskraft zwischen den beiden gespürt und ich mochte einfach, wie sich das so langsam und zart entwickelt hat und dann doch irgendwie sehr explosiv war zwischen den beiden. Also das mochte ich wirklich sehr, sehr gern. Und ich mochte auch so das Setting im Allgemeinen sehr gerne. Dieses Hotel, Amber, wie sie sich entwickelt hat, die Nebenfiguren, die immer noch eine große Rolle gespielt haben. Also das war alles in einem wirklich, also das war einfach irgendwie süß. Das war so leicht, das war so locker, das war so. Ich weiß auch nicht, das hatte eine ganz tolle Atmosphäre und war irgendwie nicht erdrückend von der Thematik her. Also es war jetzt nicht irgendwie etwas, wo man sagt, oh, das ist so eine schwere Kost, weil viele deutsche Autoren im New Adult-Bereich ja doch wirklich immer sehr krasse Themen irgendwie mit reinbringen. Und das fand ich hier überhaupt nicht und das fand ich gut, weil es irgendwie, wie gesagt, eher so leicht und locker war und nicht so tiefgründig und so weiter. Und das war wirklich schön für zwischendurch. Und ich mag Valentina fast, wie sie schreibt, wie sie Charaktere erzählt, wie sie Entwicklungen konstruiert, wie sie dieses Setting aufgebaut hat, wie alles irgendwie an einem richtigen Ort ist, ohne dass irgendwie etwas zu sehr dominiert. Weder die Nebenfiguren noch irgendwie die Charaktere. Also ich fand wirklich alles echt richtig gut gemacht. Also mir gefällt diese Reihe wirklich gut. Also also das war jetzt nicht so, boah, krass, die New Adult Buchreihe schlechthin. Nein, das nicht. Aber es hat mich einfach echt unterhalten. Es war so süß. Es war so für zwischendurch. Und das soll es ja machen. Lesen soll ja unterhalten und das hat die Autorin hier mit den beiden Büchern geschafft. Und ich muss sagen, der zweite Band gefällt mir fast ein bisschen besser wie der erste. Dann kommen wir zu The Inheritance Games. Ja, das ist der zweite Band von Jennifer Lynn Barnes. Und für die Leute, die es noch nicht gewusst haben, Band 1 war für mich ein absolutes Highlight dieses Jahr. Und ich habe mich unheimlich gefreut auf Band 2. Und ja, es geht um Avery, die auf einmal ganz viel Geld erbt und dann eben feststellt, dass die komplette Familie eigentlich enterbt worden ist und sie kennt den Typen noch nicht mal, der ihr alles hinterlassen hat. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum? Und dann gibt es Leute, die ihr nach dem Leben trachten und dann gibt es auch noch vier Enkelsöhne, die halt eigentlich ganz heiß sind und ganz nice sind und so weiter und so fort. Und ja, man fühlt sich irgendwie so wie ein kleiner Detektiv auf den Spuren, wieso, weshalb, warum. Und es läuft, glaube ich, als Jugendthriller. Ich würde gar nicht sagen, dass es so sehr Jugendthriller ist, sondern es hat irgendwie halt so ganz besondere Vibes. Sowas habe ich in der Art und Weise auch noch nicht gelesen. Hier geht die Geschichte auf jeden Fall weiter. Ich muss sagen, der Schreibstil ist einfach unheimlich angenehm zu lesen. In Kombination mit diesen super, super kurzen Kapiteln. Man kommt so schnell voran, man zieht sich so durch das Buch und merkt gar nicht, wie schnell die Seiten an einem vorbeirauschen und verfliegen. Und es ist einfach so angenehm, es macht so viel Spaß, es war wieder so viel Intrigen und so viel Neues, was man gelernt hat und rausgefunden hat. Und trotzdem hat sich so ein bisschen gezogen.
total schade. Es war jetzt nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Es war auch nicht langatmig, es war auch nicht langweilig. Es war einfach nur nicht ganz so rasant. Und man hat sich einfach langsamer von Ziel zu Ziel bewegt. Ich hatte das Gefühl, beim ersten Band waren das so viele verschiedene Sachen, die man irgendwie aufgegriffen hat. Und hier in diesem Band hat sich das schon sehr angefühlt, als würde man jetzt so Sachen abhandeln. Also wir sind auf einem Weg und das sind so Etappen. Ja, so hat sich Band 2 angefühlt. Und Band 1 war eher so, oh, hier ist was und da ist was und da ist was. Da hat es sich nicht so konstruiert angefühlt. Nicht so, als würden wir uns auf einem Weg befinden und so kleine Etappen machen. Und Band 2 war mehr so in Etappen gegliedert, bis ans große Ziel zu kommen, sagen wir es mal so. Das Ende war dann doch relativ unerwartet. Also ich habe schon irgendwie sowas in der Richtung vermutet, aber das, also ja. Bin echt gespannt, wie es jetzt weitergehen wird. Worauf läuft das Ganze hinaus? Es ist so verzwickt, es ist so irritierend, es ist so wirr und trotzdem so gut gemacht. Ich bin wirklich bereit für den dritten Band. Ich freue mich und Jennifer Lynn Barnes hat auch angekündigt, es wird irgendwie 2023, 24 nochmal in dasselbe Universum zurück. Ein Buch geben, aber was irgendwie nicht so richtig dazugehört zu dieser Trilogie, sondern irgendwie alleinstehend ist. Ich bin so gespannt. Also Jennifer Lynn Barnes hat mich, wie gesagt, damit total geplättet. Ich freue mich so sehr. Und wie gesagt, auch Band 2, muss ich sagen, hat mich super gut unterhalten, auch wenn es nicht ganz so stark war wie Band 1. Aber grundsätzlich eine absolute Herzensempfehlung von mir. Ich finde, das ist so genial. Ich finde, das muss man gelesen haben. Ich finde, wenn man sich darauf einlässt und nicht so sehr auf Logik achtet und so weiter, kann man da so viel Spaß dran haben. Und ich habe da einfach so viel Spaß. Dann habe ich mit Tanja gemeinsam ein Buch gelesen und zwar Some Mistakes Were Made von Christian Duer oder so ähnlich. Dwyer. Ich bin mir nicht sicher, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Und um ehrlich zu sein, ich habe von dem Buch eigentlich nicht wirklich viel erwartet. Denn es ist eher so Young Adult statt New Adult, also sprich, die Charaktere sind so ein bisschen jünger. Es hat sich sehr 0815 angehört. Es geht um ein Mädchen, das irgendwie ihre große Liebe verlassen hat und dann kommt er wieder in ihr Leben und alles fängt wieder von vorne an und ganz viel Heckmeck und so. Und eigentlich, wie gesagt, total simpel, total banal, 0815, nichts Besonderes, ja. Aber, das Buch hat mich so gecatcht. Ich bin fasziniert, nach wie vor. Also, ich weiß gar nicht, also vorrangig wäre jetzt hier so eine Liebesgeschichte suchen, eine süße, zarte, leichte, flockige Second Chance Liebesgeschichte ist hier definitiv falsch. Denn ich finde, obwohl es als Liebesgeschichte vermarktet wird, steht die Liebesgeschichte für mich nicht im Fokus. Das sind auch die Gefühle, die am wenigsten bei mir angekommen sind. Es ist eher so, dass es um Alice geht und Alice ist einfach so eine wütende Figur, so eine zerrüttete, zerrissene, wütende, enttäuschte, traurige Figur. Und ich habe das so gefühlt. Ich habe ihre Wut gefühlt, ich habe ihren Schmerz gefühlt, ich habe ihre Enttäuschung gefühlt, ich habe das so sehr gefühlt. Ich habe so gelitten mit dem Mädchen, ja. Ich habe das so nachempfinden können. Und das war für mich das, was dieses Buch so einmalig macht. Und genau aus dem Grund würde ich es euch tatsächlich auch empfehlen. Ich glaube, das liegt aber wirklich am Leser selbst. Kann man sich da reinversetzen oder kann man das nicht? Weil rein theoretisch, ja, sie ist naiv, sie ist sehr ich-bezogen, die Liebesgeschichte ist nicht im Vordergrund, die Nebenfiguren sind mal da, dann wieder nicht und irgendwie wichtig und dann doch wieder nicht. Und ja, die Handlung ist eigentlich nicht sonderlich neu und innovativ, das Ende ist überstürzt und das könnte ich jetzt alles sagen und ich könnte meckern, wirklich könnte ich. Mache ich aber grundsätzlich nicht, will ich nämlich nicht, weil die Gefühle, die Alice hatte und wie die Autorin diese beschrieben hat, so gut bei mir ankamen, dass ich da nichts da Negatives sagen will. Weil die Emotionen, diese Wut, dieser Hass, diese Zerrissenheit, diese Enttäuschung, dieses Nicht-Dazugehören so glaubhaft für mich transportiert worden ist durch den Schreibstil, durch die Handlungen von ihr. Und ja, man kann das alles jetzt als zu naiv sehen und wie gesagt, da ist keine Charakterentwicklung vorhanden und so. Ja,
Aber ich habe auch das Gefühl, darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, diese Figur, diese Alice zu fühlen. Und das habe ich einfach. Ich habe das so gefühlt. Ich habe da Zitate, und ich bin wirklich nicht der Zitate-Mensch, aber ich habe da so oft so Zitate gefunden, wo ich sage, ja, genau das. Und vielleicht kann sich da nur ein Bruchteil der Menschheit reinversetzen, wie sie sich gefühlt hat. Aber ich fand es so gut gemacht. Also für mich wirklich von den Gefühlen her außergewöhnlich gut beschrieben. Ich würde auf jeden Fall alles Weitere von dieser Autorin lesen, einfach um rauszufinden, was sie noch alles kann. Weil das konnte sie so gut, mir das so gut mitzugeben. Und ich habe das einfach so in mir drin gespürt. Ich war so ergriffen, da war alles andere egal. Da war alles wurscht. Mir ging es nur um die Gefühlswelt dieser Protagonistin. Mir ging es nicht darum, wie die Nebenfiguren waren. Mir ging es nicht darum, wie authentisch diese Geschichte war und wie an den Haaren herbeigezogen oder diese Liebesgeschichte. Mir ging es darum gar nicht. Mir ging es darum, wie Alice sich gefühlt hat. Und das war so gut gemacht. Ich kann es nur so sagen, und ich glaube, das ist wirklich ein Buch, entweder du hast es oder du liebst es. Weil, wie gesagt, entweder du kannst es nachvollziehen oder du kannst es nicht. Und wer deine Liebesgeschichte erwartet irgendwie, die im Vordergrund steht, ist hier irgendwie nicht richtig bedient. Wer hier Charakterentwicklung erwartet, das ist nicht das Richtige. Ich weiß nicht, ich habe sowas einfach auch noch nicht gelesen. Deswegen, ich kann super schlecht jetzt was dazu sagen. Ich kann jetzt super schlecht irgendwie, kann ich nicht. Ich kann da keine Empfehlungen aussprechen, für wen das Buch was sein könnte und für wen nicht. Kann ich nicht. Ich hätte auch nie gedacht, dass es mich erreicht. Ich hätte auch nie gedacht, dass es mir so gut gefällt. Obwohl effektiv die Handlung und die Geschichte an sich gar nicht so phänomenal waren. Aber wie gesagt, diese Gefühle waren einfach da und die haben mich erreicht. Und manchmal reicht das einfach, um ein Buch gut zu bewerten, ne? Manchmal ist da einfach ein Bauchgefühl und dann spricht vielleicht auch das Herz. Jetzt werde ich schmalzig, aber manchmal ist es vielleicht einfach genau so. Dann kommen wir zum letzten Buch und zu einem dritten Band, und zwar Crown and Bones von Jennifer L. Armentrout. Und ich habe dieses Buch als Rezensionsexemplar bekommen und ich habe dieses Buch ganz, ganz, ganz lange auf die breite Bank geschoben, weil ich es irgendwie, Also nachdem sogar die Leute, die diese Reihe so gehypt haben, vom dritten Band enttäuscht waren und ich ja zu denjenigen gehöre, die die Reihe ja sowieso eher sehr mittelmäßig findet, dann habe ich nur gedacht, scheiße, du wirst es hassen, du wirst es zerreißen, du wirst dich da durchquälen, es wird dir keinen Spaß machen, es wird so schlecht. Und deswegen habe ich ganz lange die Finger davon gelassen. Und dann habe ich aber gedacht, naja gut, es ist ein Rezensionsexemplar, du musst also. Also kneif die Pobacken zusammen. Und dann auf geht's, los. Und es setzt auch wirklich genau da an, wo der zweite Band endet. Und der zweite Band endet ja wirklich mit einem Knall, also so ein Cliffhanger, wow. Und das hier geht genau weiter. Und die ersten Seiten, so ich würde sagen 100 Seiten, waren wirklich richtig gut. So, und dann kamen wir ins Dümpeln. Dann kamen wir, also puh, wow, war das langatmig. Also es ist halt, ich finde halt, man hätte da irgendwie nicht so lange, also die Reihe ist ja auch noch nicht vorbei, ne? Also es kommt ja noch ein vierter Band, ich weiß nicht, sogar vielleicht noch ein fünfter, ich bin mir gar nicht sicher, und ein Spin-off gibt's auch noch, und die Reihe wird jetzt so ausgeschlachtet. Da kann man jetzt davon halten, was man will, aber gefühlt passiert halt sehr wenig und es sind sehr viele erotische Szenen dabei, wo ich mir sage, wow, wie erotisch ist das auf einer Skala von minus 10 bis minus 20? Ja, also ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich finde, diese erotischen Stellen sind auch an Stellen, wo ich sage, was sucht ihr hier? Geht bitte weg. Und also die cringen mich stellenweise einfach mehr, als dass sie irgendwas anderes tun. Und ich bin irgendwie immer so peinlich berührt und habe so Fremdscham-Momente. Und bin dann aber gleichzeitig auch irgendwie wie so ein Autounfall. Ich kann dann aber auch irgendwie nicht wegschauen und denke mir jedes Mal, nee, schreibt sie nicht, hat sie nicht, passiert jetzt nicht wirklich. Und
Ja, im Grunde genommen passiert wirklich nicht sehr viel in diesem Band. Also wirklich erst wieder ab Seite 600, würde ich sagen, ist dann wirklich wieder was los. Also die ersten 100 Seiten, dann gibt es wirklich, gesagt, wirklich 400, 500 Seiten, die wirklich nicht so spannend sind. Und dann so die letzten 150, 200 Seiten, die sind dann wirklich wieder relevant irgendwie für die Geschichte, für den Aufbau, für die Spannung, für die Charakterentwicklung, weil ich finde, dieser Hauptteil ist sehr viel Blabla, sehr viel Erklärung, sehr viel Worldbuilding, sehr viel Hinterfragerei, sehr viel Erotik, sehr viel, da ist sehr viel von allem, aber halt irgendwie nichts Notwendiges, nichts Wichtiges, nichts. Es war einfach echt ein bisschen, es war ein bisschen, ja, also ich habe mich da schon echt durchgequält stellenweise. Es war schon sehr anstrengend. Weil halt auch Poppy eine sehr anstrengende Figur ist, die sich zwar, wie gesagt, weiterentwickelt und grundsätzlich hat sie auch Züge, die ich mag, aber sie ist oft so, ich würde sie manchmal einfach nur gern gongen, einfach so, boah, hasst es jetzt, irgendwie macht es jetzt irgendwie klingelingeling, aber bei ihr macht es irgendwie immer erst sehr spät klingelingeling und dann haben wir Hawk, also ihren Typen und so und, diese Beziehung, das ist so, Jennifer L. Armentrout kann eine Art von Beziehung machen, schreiben, das kann sie gut und das ist halt genau so. Wenn man auf so eine Art von Beziehung steht, ist das wahrscheinlich echt geil, ne? Aber es ist schon irgendwie anstrengend, die beiden da zu beobachten und wie sich das alles so entwickelt und dann hat man immer mehr Nebenfiguren und die Welt ist auch wirklich nicht schlecht, die Welt ist auch cool und ich mag diesen Fantasy-Aspekt, ich mag, wie sich das Ganze entwickelt. Es sind wirklich Sachen dabei, auf die ich nicht gekommen wäre, die wirklich innovativ sind, die wirklich spannend sind, die grundsätzlich, worauf ich Bock habe, die mich wirklich gut unterhalten, aber wie gesagt, durch dieses ganze andere Gedöns, was man da im Hauptteil mit drin hat, verliert sich das alles irgendwie und das war irgendwie sehr schade. Und dann am Ende, ja, dann wurde es wieder spannend, dann haben sich die Ereignisse wieder überschlagen, dann gab es nochmal so einen richtigen Entwicklungspush bei Poppy, darauf hatte ich Bock, das hat Spaß gemacht. Dann kamen noch andere Sachen mit dazu und es war dann wirklich wieder so eine Atmosphäre und eine Dynamik in dem Buch, die ich wirklich gut fand. So, das hat mich dann mitgerissen wieder, ja. Also auf der einen Seite hasse ich dieses Buch und hasse ich diese Reihe wirklich sehr. Und auf der anderen Seite hat die aber solche Elemente und solche Fantasy-Aspekte und Entwicklungen und Überraschungen, wo ich sage, wow, nee, krass, cool, gibt's nicht. Und diese Kombination ist wirklich eine absolute Hassliebe. Ich hasse es und ich liebe es. Es ist wie so eine Sucht. Ich werde diese Reihe nicht beenden. Egal wie schlecht ich jetzt Band 3 fand, und das war wirklich der schlechteste von allen drei Teilen jetzt, ich werde weiterlesen. Ich werde das Spin-off lesen. Ich werde mich dieser Welt ergeben und ich bin erschlagen davon und wahrscheinlich werde ich mich weiter darüber aufregen und ich werde es insgeheim stellenweise trotzdem feiern und es passt irgendwie nicht zusammen und ich kann diese Reihe auch wirklich nicht empfehlen, außer wenn du auf cringige, sehr komische, erotische Stellen stehst. Und ich glaube tatsächlich, dass ganz viele die wirklich erotisch finden und ich finde sie einfach nur ganz, ganz schrecklich. Ich weiß ja nicht, wenn du die Reihe gelesen hast, findest du das gut? Ich weiß nicht, findet man das wirklich gut? Ich bin so zwiegespalten und ich mag die Figuren und auf der einen Seite finde ich die total unerträglich und naiv und blöd und hirnrissig und die ganze Beziehung ist so auf, keine Ahnung, also wie gesagt, ihr merkt das, ich kann mich da in Rage reden. Das ist so ein Phänomen, ne? Also diese Reihe Jennifer L. Armentrout, das war wie bei der Lux-Reihe. Ich habe es von Band zu Band mehr gehasst, aber ich habe es durchgezogen. Ich habe mir diese ganze Reihe gegeben und auch das ist wieder sowas. Ich habe da irgendwas in mir drin verloren. Ich muss wissen, wie es weitergeht und es wird mich niemand davon abbringen, diese Reihe fertig zu lesen. So, und damit habe ich jetzt alle 12 Bücher mit euch besprochen. Leider doch länger als geplant. Es tut mir total leid. Ich habe versucht, mich so kurz zu halten wie möglich. Es tut mir auch leid, dass ich nicht mehr von allen Protagonisten die Namen kannte. Ich wollte aber, wie gesagt, das jetzt auch nicht total ausführlich machen und so weiter und so fort. Es waren 12 Bücher. Es ist viel, was ich gelesen habe im August. Und ja, ich bin sehr gespannt. Was habt ihr im August gelesen? Das ist natürlich jetzt auch schon bei euch 2 Monate her.
Aber ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr gelesen habt, wie es ihr fandet. Und vielleicht habt ihr ja auch irgendein Buch gelesen, welches ich jetzt vorgestellt habe. Da würde mich natürlich auch eure Meinung dazu interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Und wenn ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr da noch vorbeischauen. Und ansonsten, wie gesagt, bis zum nächsten Mal.